Shut up, John. Hallo, ihr liebenden Kartoffeln. Heute bin ich mal wieder allein mit Hearthstone unterwegs. Ab heute Abend kann ich auch wieder CSGO spielen. Auf jeden Fall kommt noch mal was anderes außer Minecraft und Hearthstone. Ja, ich gucke jetzt mal an, was für Quests wir haben. Druide. Schaffe ich eh nicht. Gewinnt Paladin. Ja, das können wir noch schaffen. So. Dann spielen wir mal eine Runde als Druide. Mal gucken, wie das wird. Wir wollen ja schließlich auch irgendwann mal den Dungeon erreichen, ne? Hoffe ich zumindest, dass es irgendwann mal funktionieren wird. So, und los geht's. Morgen wird auf jeden Fall eine Runde CSGO kommen. Und ab Dienstag gibt's ja ein kleines neues Projekt. Nicht special, aber neues Projekt. Und ich hoffe, dass ihr ankommt mit dem neuen Projekt. Auf jeden Fall ein neues Spiel, was rauskommen wird. Aber ich will ja nicht zu viel verraten. So. Ah, die können wir ja gar nicht spielen. Das Problem ist, wenn ich mit dem Linus Hearthstone aufnehme, spielen wir immer gegeneinander und wenn wir gegeneinander spielen, kann ich ja leider keine Quests machen, das heißt, ich kriege kein Gold dafür, das ist ein bisschen ungünstig. Das heißt, wenn ich mit ihm zusammen aufnehme, wird es eigentlich nur Gelaber geben und es wird immer dafür nichts davon. Das ist ein kleines Problem, aber wir denken uns irgendwas, wir haben bestimmt eine Lösung dafür finden. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Wichtig bringe ich nicht viel. Wenn ich locker dezimieren kann. Über zweimal Swipe auf der Hand. Ja, sie wird geheilt. Und eine Runde. Oh nein, die wird nochmal. Oh, tragisch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon benutze, und ich glaube nicht. Spielen wir erstmal den Sport aus und gucken mal ab, was sie jetzt macht. Wow. Guter Ball, plus 3. Ja, ich komme gerade von der Arbeit und bin noch ein bisschen. Bella wirklich. Wow. Und ein neuer. So, hole ich mir jetzt einen Mana-Crystal oder benutze ich mein gutes Swipe? Ah, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Zack. Oh, ich hätte vielleicht erst angreifen sollen. Naja, egal. So, dann haben wir gleich einen Wieden. Und, oh, nicht der. So, wenn ich ihn spiele. Ja. So, dann hat er weniger Leben, dann kann ich meine Sternenfeuer raushauen und dann ist der Ammoni Berserker auch ganz schnell nicht der, ne? Oh nein, jetzt kommt's. Na, wen greifen wir jetzt an? Das war doof. Na, ah, okay, ja, die Heilung. Ich vergaß. Bitte nicht buffen.
Das können wir nicht machen. Der muss auch weg. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich muss auf... Ah, ich hasse Druiden. Ich mag ihn nicht. Ich kann ihn nicht spielen. Ich will ihn nicht spielen. Und ich werde ihn auch nie mainen. Weil er einfach scheiße ist. Ich mag ihn. Scheiße. Schnellst mein Leben. Ja, wow. Jetzt fängt er sich an, durchgängig zu heilen. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Ich habe nicht genug Mana. So. Na, in der nächsten Runde können wir dann den Zwielichtdrachen ausspielen. Was ganz gut ist, weil er 4 Angriff hat und er hat 2 Zauber, die können Gegner mit 3 oder weniger oder 5 oder mehr töten, und das ist einfach mal optimal gegen einen Priester. So, den spielen wir einmal. Dann spielen wir einmal noch meinen Grizzly. So. Weil er hatte, der Feuerelement hat, Lichtbrut hat immer nur so viel Angriff, wie er Leben hat. Deswegen hoffe ich mal, dass er den jetzt nicht irgendwie Leben verdoppelt oder so. Nee, gut. Hat er das jetzt gemacht, wäre ich ziemlich am Arsch gewesen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, okay. Was hat er vor? Wenn er jetzt angreift, kann er ihn wieder heilen. Was hat er vor? Ja, So siehst du auch aus. Ich hab Scheiße gebaut. Jetzt heilt er ihn. Ja. Das war so klar. Aber wenn ich jetzt meinen azurblauen Drachen ausspiele, kann ich so Wipeout schauen. Zack, zack. Mann, was mache ich denn heute? Machen wir das so. Warum greife ich ihn denn nicht erst an und hau dann schreibe? Ich mache alles falsch heute. Ah. Naja, ich hoffe, er macht jetzt nichts richtig. Anscheinend nicht. Und stellt dieses Heilen. Echt nervig. Du bist ultra nervig, Bruder. Verdoppelt das Leben. Dein Ernst? Obwohl, ich kann ihn jetzt kopieren. So. Dann. Nö. Lassen wir das dabei. Der hat kaum Karten auf der Hand, also er kann nicht viel machen. Und wenn er ihn jetzt angreift, ist er nächste Runde tot. Ah, jetzt macht er seinen Zauber, ja. Bam, direkt angegriffen. Das müsste es aber auch schon wieder gewesen sein. Ja. Das ist echt eine lange Runde. Muss ich schon sagen. Jetzt spiele ich meinen Knorkenbruder. Und ich buffe ihn. So. Kann er nicht. Er kann nicht beide töten. Mit seiner Zauberkarte. Das ist nämlich gut. Er hat sie nämlich nur noch einmal auf der Hand. Oh Mann. Ich hoffe, das ist mein Schleim gewesen. Ja, okay, er haut den weg. Ja, Schleim. Ganz gut. Boom. Boom und Boom. Ah ja, er kann ja wieder heilen. Oh shit. Na, ich muss ihn jetzt angreifen. Sterben tut er eh. Für ihn und ihn. Du kannst direkt angreifen. So. Jetzt muss er ein Monster zerstören. Holy Nova bringt ihm auch nichts.
Doch, ich glaube, ich habe alles mit. Ich glaube, das könnte funktionieren. Mauer, jetzt spielt er ihn wieder. Warum hat er denn nicht mit ihm angegriffen? Das frage ich mich gerade. So, gucken wir mal, was wir dahinter versteckt haben. Also, das sind 11. Ah, tot kriegen tue ich ihn nicht. Boah, besser geht's ja nicht. Du tötest dann ihn. Und ihr greift alle drei an. So, good job. Gut gespielt. Gut gespielt. Ja, hat sich erledigt für dich, würde ich mal sagen. Jetzt reicht er mit den beiden noch meinen Eisenbock. Ach, nee, er gibt direkt auf. Gut. Gut, 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 gut. Schauen Sie doch mal. Zack. Ja, ich bin abgestiegen. Und Level up. 40 Gold. Das ist super. Das ist cool. So, gucken wir mal. Spielen Sie 30 Spiele aus, die 2 oder weniger kosten. Und gewinnt 5 Spiele als 2 oder weniger Krieger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine Runde mache. Weil wir schon bei 12 Minuten sind. Oder 11 Minuten, 30 vielleicht. Wie viel kostet eigentlich Arena? 150. Na, ich glaube, das wird mal eine verkürzte Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ach, egal, das kommt dann vielleicht in der Adcard. Bis gleich! So, danke fürs Anschauen. Auf der linken Seite findet ihr mein letztes Video. Das war Minecraft mit dem guten Nils. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und abonniert, teilt das Video mit euren Freunden. Das wäre super. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kartoffeln und schlechte Unterhaltung.